herzlich willkommen zur 10-Euro-Mega-Show. Wir wünschen euch viel Spaß. Die 10-Euro-Mega-Show beginnt genau jetzt. Einmal die Woche haben wir eine XXL-Version unserer täglichen 10-Euro-Überraschungsshow. Das heißt, jedes Produkt kostet nur 10 Euro. Sie dürfen alles bis zu 5-mal bestellen. Und die Preise gelten 2 Stunden oder bis das Kontingent alle ist. Weiß Bescheid. Das ist die Grundidee. Aber hier haben wir heute was ganz Besonderes für Sie. Wenn Sie nämlich für 50 Euro oder mehr in dieser Sendung bestellen, kriegen Sie dieses tolle Geschenkebox-Set für nur 0 Euro mit dazu. Sie haben richtig gelesen, 0 Euro. Wir verschenken dieses Box-Set. Sie müssen nur für 50 Euro bestellen, was ein leichtes sein sollte bei dem Potpourri, was uns gleich erwartet. Und gleich kommt Diana mit dem ersten Produkt schon. Denken Sie dran, alles kostet nur 10 Euro. Erwischt. Erwischt. Wir haben sie erwischt. So, mit was starten wir denn jetzt? Oh, ja, mit einem goldenen gut. Umschlag und einer Box. Meine, voll schön. Einem Umschlag und einer Box. Mit einer, mit was Boah. Drin. Wahnsinn. Oh, das ist unser Autostaubsauger. Der ist großartig. Ja, das stimmt. Ja, und gerade jetzt, wir haben eben in deinem Auto gesessen und festgestellt, das könnte wieder also gesaugt werden. Ja, meins übrigens mal. Auch. Das bleibt doch nicht aus im Moment, wenn du ins Auto einsteigst. Man hat immer den Matsch unter den Füßen, das trocknet dann an, da sind die Blätter mit dabei und so weiter. Also muss man das zwischendurch sicherlich mal aussaugen. Jedes Mal dann zur Tanke zu fahren, ist natürlich immer mit einem enormen Aufwand verbunden. Mitunter zahlen sie auch noch dafür. Und diese Staubsauger an der Tankstelle haben immer diese breiten Düsen. Da komme ich nicht, überhaupt nicht in irgendeine Ecke mit hinein. Jetzt haben wir hier einen beutellosen Sauger. Übrigens für nass und trocken saugen. Für nass und trocken? Für nass und trocken. Also trocken wird in den meisten Fällen der Fall sein. Wenn aber mal Feuchtigkeit im Auto drin ist, dir ist mal was ausgelaufen. Ja, ist mal eine Dose umgekippt oder mal ein Kaffee umgekippt. Das reicht doch jetzt mit dem Schnee. Mit dem Schnee ist auch mal ein Problem. Ja, dann hast du den ganzen Sabbel da irgendwie auf den Fußmatten drauf. Dann kannst du hier eben auch mal nass saugen, wenn du das möchtest. Und damit du keinen separaten Stromanschluss brauchst, keine Steckdose quasi, haben wir das Ganze hier versehen mit einem 12-Volt-Anschluss für die Bordelektrik bei Ihrem Auto. Also ganz einfach in den Zigarettenanzünder und dann funktioniert das Ganze. Mit einer ordentlichen Saugleistung, wie ich hier gerade sehe. Also mal eben für zwischendurch, mal dünn drüber oder was, auch mal über die Polster drüber, wenn da jemand gekrümelt hat. Mal durch den Kofferraum mal durch, da bleiben ja auch mal ganz gerne mal die Krümel hängen. Ist das ein fantastisches Gerät. Übrigens mit auswaschbarem Filter. Und auch noch beutellos das Ganze. Mit Fugendüse oder ohne ist alles komplett mit dabei. Klein und handlich, finde ich großartig. Übrigens nicht nur für Auto, sondern auch mal für einen Wohnwagen oder für ein Campingmobil oder so. Ganz genau, ja. Ja. Also mich nervt das immer. Es reicht ja schon, wenn man irgendwie einen Keks oder einen Lebkuchen isst. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, dann sind da Krümel. Und wir haben unsere Autos immer eigentlich sehr sauber, Diana. Ne? Ja, natürlich. Und ich muss sagen, Disziplin. Ich muss mein Auto nach jedem Frühstück saugen. Weil ich esse Ihr zum Beispiel nicht so lachen. Immer Brötchen. Und dann bei mir, das ist immer so Katastrophe, nachdem ich esse. Aber dann, ich habe auch einen kleinen Staubsauger in meinem Auto, aber ich habe das für den viel, viel mehr bezahlt. Und hier das auch mit dieser Flüssigkeit finde ich wirklich top. Und natürlich, heute Sie dürfen das bis 5-mal bestellen. Wahrscheinlich, das könnte auch eine gute Geschenkidee sein für jeden Mensch, wer hat Auto. Ich glaube, das ist ein Must-Have immer. Ja, vor allem, wenn du mal an diese Staubsaugerschläuche beim Tankstellen denkst. Oh, also, das kostet so einer ja teilweise. Düse, neulich habe ich 2 Euro bezahlt. Ja, und dann, weißt du, wie lange die laufen? 2 Minuten. Immer bis man das letzte Ende von der Rückbank noch nicht gesaugt hat. Ja. Und dann bist du noch mal 2 Euro los. Ja. Das nervt. Der Walter aus Dresden schreibt uns noch, saugt super Thunfischreste vom Polstermöbeln runter. Nein, weil es ist Spaß. Ich hab schon sowas gesehen. Man ist unabhängig vom Waschplatz der Tankstelle und man kann mit der Steckdose vom Auto schnell die Polstermöbel reinigen. So, unser beutelloser, nass und trocken Autostaubsauger mit dem 12-Volt-Anschluss hat die Bestellnummer NC5876 und die 569. Und Sie können hier gerne mehrmals zugreifen, also bis zu 5-mal. Sie denken dran, bitte ab 50 Euro Warenwert gibt es eben die 3 Geschenkeboxen für 0 Euro dazu. Also wenn Sie da mal unkompliziert was verpacken möchten,
was Sie zu Weihnachten verschenken wollen, ist das eine schöne Möglichkeit. Auch 50 Euro ist man bestimmt schnell im Laufe dieser Show. Das Dreier-Set kostet normalerweise 20 Euro von diesen Boxen. Ich habe mal nachgeguckt. Heute 0 Cent, wenn Sie 50 Euro bestellen oder mehr. Aber wir haben noch viel mehr in petto. Wir haben ja gerade erst angefangen mit dem ersten Produkt. Jetzt kommt schon das zweite. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Das letzte Produkt in dieser Sendung kostet übrigens halbe 10 Euro, also nur 5 Euro. Nur mal so als Hinweis, es lohnt sich dabei zu bleiben. Ja. Das hier ist mal, das ist eine, ist das elegant? Ein Kartenetui. Kartenholder. Ja. Mhm. Man hat ja mittlerweile so unfassbar viele Karten in diesem Scheckkartenformat. Mhm. EC-Karte, Kreditkarte, Führerschein, Personalausweis. Krankenversicherung, Krankenversicherungskarte, dann hier Tankkarte. Die Tankkarte, dann haben dabei, wenn man eine hat. Ja, wenn man mal eine dann, hat. Was hat man noch? Ach Gott, also alles Mögliche. Dann kommt dann hier diese Payback-Karten und so weiter, diese Rabattsysteme und all sowas dazu. Also wenn ich alle Karten mitnehmen würde, die ich zu Hause im Schrank habe, ich glaube, da hätte ich einen Kleinbus fahren. Jetzt haben Sie hier ein Kartenetui, sehr cool gemacht in diesem Carbon-Look. Auch noch für Geldscheine hier. Für Geld mit Geldklammer hinten dran, ne? Richtig. Oh, cool. Ja. Wie viele Karten gehen da rein? Es gehen 15 Karten. Wow. Rein. 15? 15 Stück, ja. Wir haben eine kleinere, die kann nur 6, aber die hier kann tatsächlich 15 Karten. Sehr, sehr ordentlich untergebracht. Und Carsten, du trägst dein Portemonnaie, glaube ich, genauso wie ich, wie die meisten Männer, einfach immer hinten in der Hosentasche. Richtig. Und wenn man sich dann hinsetzt und wieder aufsteht und wieder hinsetzt und wieder aufsteht, dann schrumpft die Lebensdauer so einer Karte ganz extrem. Er hat noch keine EC-Karte, in meinem ganzen Leben noch nicht eine EC-Karte, 2 Jahre gehalten. Ja. Das ist immer so eine Frist von 2 Jahren, dann laufen die Dinger ab, kriegst du neue. Ja, ja. Aber die sind immer geknickt und immer am Magnetstreifen. Ja, und die ist jetzt hier richtig aus Carbon. Ja, das heißt, die zerknickt. Warum macht ihr das eigentlich immer so? Das machen Männer so. Wir haben keine Handtasche. Stimmt. Ja, Frauen haben eine Handtasche für Portemonnaie, Schlüssel, Schnickschnack und so weiter. Wir Männer haben eine Hose, vorne rechts Schlüssel. Ja, vorne rechts Schnickschnack. Und hinten rechts Portemonnaie. Wir sprechen Sie jetzt mal aus. Frauen haben Handtaschen für Handtaschen für Schnickschnack. Wir haben immer das, was ihr dann braucht. Taschentücher, Regenschirm. Taschentücher ist wahr. Bitte? Taschentücher ist wahr. Da hat immer irgendjemand eine Handtasche dabei. Frauen haben immer Handtücher. Die hat sogar noch RFID-Schutz. Das heißt, ihre Daten sind auch noch sicher mit diesem tollen Etui. Die Bestellnummer ist die NX3953 und die 569. Das kann wirklich jeder brauchen. Hier bis zu 15 Karten können Sie hier tatsächlich sicher unterbringen. Das ist ganz wichtig, dass Ihnen eben keine Daten geklaut werden und vor allem, es zerknickt auch nichts mehr in diesem Etui und es sieht dazu noch totschick aus, finde ich. Auch wieder, muss man mal sagen, es ist ja auch eine ideale Gelegenheit, hier Weihnachtsgeschenke noch zu kaufen. Na klar. 10 Euro und man kriegt Top-Produkte. Absolut. Beide Artikel, die wir bis jetzt hatten, tolle Weihnachtsgeschenke. Kommt ja alles noch rechtzeitig, wenn man es jetzt bestellt. Ich habe das. Du hast das? Ich habe es. Wieso hast du das? Hast du das bestellt hast oder was? Ich habe so eine Pfanne, also nicht diese hier, aber ich habe genau so eine Pfanne zu Hause und die habe ich sage und schreibe jetzt schon 15 Jahre. Boah. Die wird immer besser. Sie sehen, das ist eine, ich glaube, kaltgeschmiedet. Richtig, eine kaltgeschmiedete Pfanne. Das Beste, was Sie kaufen können. Sie sehen, die ist überhaupt nicht beschichtet. Das heißt, ich kann hier also auch mit dem Messer drauf schneiden, ohne dass da irgendein schädlicher Belag von abgeht. Wir haben hier diese Rautenprägung. Das heißt, Ihre, was immer Sie braten, kriegt noch dieses Muster mit rein. Sieht auch immer schön aus. Aber wenn Sie die gut pflegen, dann hält die ewig und wird immer besser. Weil sie hier wirklich, ja, es ist so, es bildet sich hier eine Patina mit der Zeit. Die dürfen Sie nicht in die Spülmaschine tun oder mit Spülmittel behandeln. Einfach die kann ich mitessen, ne? Feucht. Wie lange hast du deine Pfanne? Ich habe die 15 Jahre schon. Und die hast du 15 Jahre jetzt immer so gelassen? Ja. Nein, es ist unglaublich. Bratkartoffeln, Spiegeleier, alles geht ganz normal, ohne dass es hier kleben bleibt. Man meint es nicht. Ja, da steht hier aber wirklich, lange Haltbarkeit. Der rustikale Carbonstahl ist praktisch und unverwüstlich. Also, Ingo hat vollkommen recht. Und wir haben ja auch noch ein ideales Wärmeverhalten, weil eben die Pfanne hier gleichmäßig die Hitze aufnimmt und eben auch verteilt. Also ich glaube, das ist doch wirklich mal praktisch. Was hast du bezahlt für deine? Oh, ich habe für meine, damals war schon ein guter Preis, 50 Euro bezahlt, glaube ich. Aber es ist wirklich, es ist das Beste, was es an Pfannen gibt.
sage ich jetzt mal einfach so. Ich liebe es in solchen Pfannen, Steaks, Koteletts, alles was mit Fleisch zu tun hat, Bratwürste, großartig. Bratkartoffeln. Es geht nichts, die kann man sonst nicht machen, Bratkartoffeln. Also Bratkartoffeln in der normalen Aluminiumpfanne, gut, die werden auch heiß, ja. Aber richtig kross, außen kross und innen saftig werden sie in so einer, kaltgeschmiedeten Pfanne. Ja. Achtung bitte, wenn Sie die anfassen. Die werden auch an den Griffen heiß. Ja. Ja. Übrigens auch super zum Gratinieren, wenn Sie da was gratinieren möchten. Also Käse drüber, Käse geht ja immer. Ja, aber in den Backofen rein, nochmal 10 Minuten bei 180 Grad, Wumms. Ja, geht das auch ganz fantastisch. Ein hervorragendes Modell. Und für 10 Euro eine echte Empfehlung. Auch mal auf den Grill, das geht ja auch ganz, auch kannst du ja auch auf offenes Feuer tun. Hier sehen wir den Normalpreis hier, 22,99 €, wenn ich das richtig sehe, oder 23,99 €. Das heißt, wir haben hier tatsächlich mal eben 14 Euro runtergenommen. Überleg mal. Cool. Was sagen denn unsere Kunden dazu? Die finden die Pfanne auch echt toll. Möchtest du mal kurz gucken? Guck mal. Ich gucke. So, der Walter aus Kierdorf. Mit dieser Pfanne geht das Braten von ganz alleine. So kommt es mir zumindest vor. Ich nutze sie fast nur noch und habe schon daran gedacht, meine anderen Pfannen, in Klammern Keramik, in Rente zu schicken. Denn trotz Beschichtung bleibt das Fleisch oft hängen, also in der Keramikpfanne. Doch mit der kaltgeschmiedeten Pfanne ist das alles kein Problem. Ein absolutes Topmodell. Ja, und das hier ist genau das, was Ingo angesprochen hat. Es muss nicht immer ein Messer oder eine Gabel sein, aber gerade mal hier. Ja, mit so einem Grillbesteck oder sowas. Guck dir das an. Das sieht doch super lecker aus. Kannst du mit so einer Pfanne machen, wenn die antihaft beschichtet ist und du gehst da einmal mit der Gabel rein. Oh, wei. Ja, aber dann geht das schnell mal kaputt. Aber das hier sieht ja wohl fantastisch aus. Ja, einfach mal so eine Gemüsepfanne, ne? Kannst du einfach mal reinmachen. Es brennt nichts an, wenn sie die richtig pflegen. Nochmal, tun sie die auf gar keinen Fall in die Spülmaschine oder tu da Spülmittel ran. Es bildet sich von ganz alleine eine Patina, die dann eben ja wie so eine Antihaftbeschichtung ist, aber eben nicht aus Chemie. Für Bratkartoffeln kenne ich nichts Besseres. Großartig. Lecker. Richtig klasse. Rosmarine rein, Speck rein. Thunfisch. Da kommt Diana schon mit dem nächsten Produkt. Dankeschön, Diana. Dankeschön. Ein Thunfischbecher. Was haben wir denn hier? Das ist eine Aufbewahrungstasche. Oh, für Make-up. Nein, für Batterien. Aber nah dran. Mach Batterie weg, mach Make-up drin. Also auch gute Idee. Für 96 Lippenstifte. Könnte man zweckentfremden, natürlich. Du hast recht. Oder? Ja. Ja, das ist ja so genial, oder? Das stimmt, würde auch einpassen. Aber wir haben hier Batterien und sogar noch einen Batterietester. In der Tat. Der Batterietester ist schon mit dabei, natürlich zum Rausnehmen, das ist klar. Und hier können Sie insgesamt 96 Batterien unterbringen. Und zwar so unterbringen, dass die eben nicht irgendwo durch eine Schublade fliegen oder sonst irgendwas, sondern wirklich auch geschützt sind. Sie wissen auch, so eine Batterie, wenn die mal runterfällt, kann die mal kaputt gehen. Wenn Sie eine runtergefallene Batterie irgendwo reinpacken, kann natürlich auch mal ein bisschen was mehr passieren. Hier sind sie entsprechend gut geschützt, weil sie eben in dieser Hartschale drin sind. In der Verpackung selber. Natürlich jetzt auch nochmal separat gemacht. Und der Batterietester. Wo ist er denn? Huch. Wo ist er? Nee, rechts. Da. Ja. Huch. Da. Ach, da. Ja. Der ist ja mal richtig großartig. So. Ja, voller also Batterietester alleine kostet ja schon 8, 9, 10 Euro oder sowas. Locker. Und hiermit kann man jetzt eben gucken, sind die Batterien noch voll oder nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als Weihnachten keine Batterien zu Hause zu haben. Es gibt so viele schöne Spielsachen, die mit Batterien funktionieren. Und statt leuchtender Augen sehen Sie da nur traurige Augen, wenn das Spielzeug nicht gleich ausprobiert werden kann. Möchtest du eine Batterie mal testen? Ist das für alle Batterie, alle Typen? Ich weiß es nicht, ich schau mal eben. Gast hat den Zettel. Moment. Das ist aber wichtig. Das? So. Das ist wichtig. Dass guck mal, ich sehe. Sieht man da was? A. Du kannst sagen. Ist leer. Ist sie leer oder halte ich sie falsch rum? Moment, mal. Plus, nee, Quatsch, falsch rum. Plus und Minus. 96 Batterien. Jetzt ist sie voll. Das ist schon wirklich viel. Das ist ja ein Ding, oder? Oh, ja. Auch schön mit dem Ampelanzeige da, ne? Perfekt. Rot, Gelb, Grün kann man genau sehen, ob man die noch weiter benutzen kann. Oder nicht. Gesehen? Ja. Bei mir alle Batterien liegen alle in eine Schublade und so eine Kiste. Ich glaube, so sieht es bei fast allen aus. Ne? Sehr gut. Das ist wirklich unpraktisch. Ganz hervorragend. Gucken. Man hat ja häufig mal Batterien, da ist noch die Hälfte drin. Ja. Jetzt hast du so vier Batterien in so einem Ding da drin.
Und ja, das Gerät an sich lässt sich damit nicht mehr betreiben. Aber wenn so eine Batterie noch halb voll ist, was häufig der Fall ist, dann kannst du die immer noch locker mal ein halbes Jahr in eine Fernbedienung reinpacken. Ja. Oder in so eine Uhr, in so eine Wanduhr oder sowas alles. Also die muss man nicht mal gleich zum Recyceln bringen. Die Dinger kosten richtig Geld mittlerweile. Ja, und da ist so ein Batterietester einfach großartig. Und wenn du sie aufbewahren willst, packst du sie hier rein. Mhm. Ja? Mhm. Alle möglichen Batterien, oder? Ja, das steht hier gar nicht, welche Batterien alle. Also die Tasche ist für 96 Batterien, 48 mal Doppel-A und 48 mal Triple-A. Klar, das sind ja auch die meistgebrauchten und für die geht das ganz bestimmt. Ja. Aber ich denke, du kannst ja auch C- und D-Batterien mit testen. Die passen da ganz locker rein, ne? Ja, wir haben ja auch noch Taschen mit dabei, da passen ja auch noch welche rein. Ach, das sind noch wahrscheinlich für Karten, für Adapter und sowas, für technische Sachen. Ja, vielleicht hat man auch Akkus, da kann man das Akkuladegerät reintun. Also auch wieder was jeder super gut brauchen kann. Und 10 Euro ist ein Hammerpreis. ZX8477 und die 569 ist die Bestellnummer. Denken Sie an die 569 am Ende. Damit bekommen Sie unseren 10 Euro Megashow-Preis. Das ist wirklich was ganz Besonderes hier. Für uns natürlich ein Riesenspaß, weil wir auch nicht wissen, was da kommt. Aber für Sie als Überraschungsshow und natürlich können Sie hier richtige Schnäppchen schlagen. Alleine so eine Hartschalenkiste, die kostet schon 15 oder 20 Euro in der Größe. Ja, ja. Also sehr gut. Sehr, sehr schön. So, weiter geht's mit dem nächsten Artikel. Sie denken an unsere Geschenkeboxen für 50 Euro Warenwert oder mehr. Gibt es für einen Euro, Dankeschön, gibt es für einen Euro dieses Geschenkeboxen-Set dazu? Für 0 Euro. Ab 50 Euro Warenwert, für 0 Euro die Boxen. Richtig. Ja. Jetzt kommt was zum Mitsingen. Ja. Was zum Mitsingen? Ja. Nur 5 Produkte. Oha, ja. Eine tolle Schneekugel mit einem Weihnachtsmann drin. Anmachen, ne? Jetzt pass auf. Achtung. 3, 2, 1 und... Oh. Wow, das schneit's aber, ne? Schön. Zusammen. Unser Modell München, meine Damen und Herren. Let it snow. Ach, guck mal, die Laternen leuchten auch noch. Das ist süß. Ach, ist das schön. Das ist bei uns letzte Woche. Das ist bei uns letzte Woche, ja. Ja, ich weiß nicht, wie es mit weißer Weihnacht dieses Jahr aussieht. Moment. Nee. Geht ja auf Geräusche. So. Bewegung, nicht Geräusche. Aber war ein Versuch wert, oder? Ein... Ja, Sie kennen diese Schneekugeln, die eine Flüssigkeit drin haben, wo der Schnee ganz leise und romantisch runterrieselt. Hier haben wir einen Schneesturm ja fast schon, ne? Die sieht richtig klasse aus und hat eben auch noch die Laterne. Der Weihnachtsmann ist ausgesprochen liebevoll gemacht, finde ich auch. Der geht tatsächlich auf Berührung? Ja. Das ist ja der Hammer. Das ist auch so Klassiker, ne? Aber hier, wir haben noch Musik damit. Ich finde das wirklich fantastisch für diesen Preis. Natürlich, Sie können das als Mitbringsel auch mitnehmen. Zum Beispiel, wenn Sie sind eingeladen, auch super Geschenkidee kann sein für Kinder. Also das macht wirklich Spaß und mir gefällt auch, diesen kleinen Santa steht dort. Was hat er in seinen Händen? Eine Laterne und einen kleinen Tannenbaum. Oh. Ja. Süß, wirklich. Das ist ja so, man sucht ja immer so ungewöhnliche Weihnachtsdeko. Das hier ist was ganz Besonderes, das habe ich noch nie gesehen, diesen Schneesturm da. Und dazu noch dieses schöne, schöne, traditionelle Weihnachtslied Let It Snow. Ja. Ich finde das richtig klasse. It's frightful, but the fire is so delightful. Schön. Snow, außergewöhnliche Deko, Batteriebetrieb, kannst du überall hinpacken. Und ich möchte wetten, gerade wenn Kinder im Haushalt sind, sobald die Musik aus ist und der Schnee wieder runterfällt, zack, geht's wieder von vorne los. Jeder mag doch diese Schneekugeln, die du so schütteln musst. Die sehen einfach wunderschön aus. Brauchst du hier gar nicht. Hier reicht leichtes Antippen, zack, und schon ist das Schneegestöber auch schon wieder am Start hier. Sehr schön. Sehr schön, auch eine schöne Größe, finde ich, ne? Absolut. Die Bestellnummer ist die NX8137 und die 569. Auch den dürfen Sie gerne bis zu 5-mal bestellen. Man guckt ja immer, was man so mitbringen kann bei diesen Adventscafés, die jetzt überall sind. Ja. Ich habe mal bei uns im Kalender geguckt. Wir sind wirklich bis Heiligabend jeden Sonntag eingeladen. Ich finde immer, die Vorweihnachtszeit immer eine schöne Zeit, aber eigentlich recht stressig. Ich denke über die Küchenprodukte. Das stimmt, ja. Man braucht immer sehr viele Geschenke. Ja. Das ist eine Zitruspresse, oder? Zitruspresse, oh ja. Da kannst du aber auch Knoblauch mitmachen, oder? Ich glaube, im Moment ist jeder Zweite so leicht angeschnupft, oder? Das ist so ein typisches Erkältungswetter draußen. Ja.
So, und da macht es natürlich Sinn, wenn man vielleicht nicht einfach irgendwie zu so einer komischen Tablette greift mit Vitamin C oder sowas, sondern ganz einfach mal eine frische Orange, Zitrone, Limette auspresst. Zum einen macht es sauer lustig und zum anderen haben Sie da mal richtig ordentliche und vernünftige Vitamine. Ja? Jetzt habe ich vor kurzem Amazon so ein Netz Orangen ausgepresst mit so einer typischen Quetsche. Mhm. Ja. Das war also ein Riesenaufwand. So ein Arm danach, ne? T-Shirt sah aus, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung was, diese Orange geschlachtet. Da geht sowas natürlich wesentlich einfacher hier. Ja, und du musst diese Maschine danach noch waschen, jeden Morgen, dann ja. hast du keine ja. Lust mehr. Hier, du magst auch ein paar Orangen oder Zitronen oder Limette und das kannst du einfach so schnell abwaschen. Mhm. Mir gefällt dieses Material. Mhm. Auch zum Beispiel Zitronen brauchen wir viel in Salatdressing zum Beispiel, beim Backen auch. Ich übrigens trinke jeden Morgen Eisentropfen und die solltest du mit Orangensaft mitnehmen. Aber ich brauche nicht ganzen zum Beispiel Glas. Ich könnte so zwei Orangen hier pressen, dann ein bisschen Wasser oder Sprudelwasser. Mhm. Trinkst du super. Also mir gefällt sowas. Kennt ihr noch diese gelben Plastikfläschchen, wo Zitronensaft drin war früher? Dieses Zitronat. Nee, das ist so eine richtige kleine Plastikflasche mit einem grünen Deckel, ja, den man abschrauben konnte. Eine richtige Zitrone schmeckt so viel besser, oder hier? Frisch gepresster Orangensaft ist besser als... Ich habe sowas in grün mit Limettengeschmack. Ja, oder sowas, ne? Aber habt ihr auch schon mal an Cocktails gedacht? Ja, das war mein erster Gedanke. Natürlich. Also natürlich nicht. Natürlich schon. Ein alkoholfreien Cocktail. Ein alkoholfreien Cocktail, so ein Vitamin-Cocktail. Limetten zum Pressen, auch super klasse. Oder zu Fisch. Macht man ja auch manchmal so Zitronensaft drüber. Bei Schnitzel auch. Bei Schnitzel, ganz genau. Ja. Hier kann man frischen Zitronensaft drüber machen. Ich finde ja sowieso, der leckerste Fisch ist der Schnitzel. Der leckerste Fisch ist der Schnitzel. Ist übrigens aus poliertem Edelstahl. Sehr robust übrigens. Und der Durchmesser ist hier 7 cm. Also ich denke auch mal wirklich, für eine Orange passt das auch. Die Bestellnummer sage ich Ihnen noch, das ist die ZX6307 und die 569 für nur 10 Euro vielleicht. Auch gleich mehrfach verschenken, weil denken Sie dran, ne? Ab einem Bestellwert von 50 Euro bekommen Sie diese schönen Geschenkeboxen hier gratis mit dazu. Ja. Glaubt ihr, wir haben noch Spielzeug? Ja, glaube ich schon. Ja. Die Einzige, die das wirklich so kurz weiß, ist natürlich Diana. Haben wir Spielzeug damit dabei. Oder, Diana? Oder? Ne, ne Diana? Wahrscheinlich. Ne? Unser Preisalarm. Das bedeutet, das Produkt hier ist so reduziert, dass Sie es bitte nur einmal pro Besteller bestellen dürfen. Aber ich sehe schon, das lohnt sich richtig hier. Ne? Ist das ein Autoschlüssel, den du in der Hand hast? Ja. Den verliere ich ja gerne mal. Ne? Oder verlege ihn. Nicht verlieren, aber ich verlege ihn gerne mal. Mhm. Und suche den wie der Teufel die arme Seele. Dann solltest du jetzt aufpassen und direkt bestellen, denn wir haben hier Schlüsselfinder. Okay, Moment. Der pfeift ja gar nicht. Wie funktionieren die denn? Wie funktionieren die denn? Also es ist ein elektronischer Dreikanal-Schlüsselfinder. Übrigens als Viererset. Da gibt es irgendwas. So, und hier bekommen Sie von uns eine Fernbedienung und sogenannte Signalgeber. Das heißt, eine Fernbedienung und drei von diesen Signalgebern. Und einer dieser Signalgeber hängt jetzt hier an diesem Autoschlüssel. Und wenn du den jetzt verlegst, wenn du jetzt nicht weißt, habe ich den in der Jeans vom Vorabend, habe ich den in der Jackentasche gelassen, habe ich den unterm Sofakissen verbummelt oder habe ich den sogar mit in den Schrank gelegt, laden Sie, ist mir alles schon mal passiert, dann können Sie jetzt ganz einfach auf die Fernbedienung drücken und Sie wissen genau, rot ist der Schlüssel, blau wäre beispielsweise Ihre Brille und grün wäre von mir aus das Handy, um jetzt nur mal ein Beispiel zu geben. Fernbedienung ist wichtig. Und dann fängt das Ganze an zu piepsen. Alles ist wichtig. Ja, alles ist wichtig. Alles, was Sie finden müssen. Hier haben wir mal eine Handtasche gesehen. Habt ihr eure Handtasche schon mal verlegt? Handtasche? Wahrscheinlich nein. Also ich habe sowas in meinem Portemonnaie auch drin. Ja. Weil ich Portemonnaie, Portemonnaie habe ich schon verliert. Oder verlege das. Zum Beispiel weil ich es nicht in der Tasche hinten drin habe. Ja. Das ist der Grund, warum ich, wenn ich nach Hause komme, immer alles an eine Stelle lege. Mhm. Ich bleibe immer stehen, bevor ich Schuhe oder Jacke ausziehe, immer Portemonnaie, Handy, Schlüssel. An eine die gleiche Stelle. Das hast du dir sehr gut angewöhnt. Ja. Ich bin da leider noch nicht so ein Vorbild. Aber es liegt mal nicht da. Wenn ich das einmal vergesse, dann gehe ich mit dieser Einkaufstüte in die Küche rein und räume, keine Ahnung, die Getränkedosen in den Schrank rein oder sowas. Ja. Alles und eine halbe Stunde später suche ich mein Portemonnaie. Wo finde ich es? Neben den Getränkedosen im Schrank. Ja. Oder Handy im Kühlschrank und so. Ich habe einmal in Waschmaschine meinen Schlüssel gefunden. Also nach dem auch Wäsche gut. schon, ja. Der war so. Lass mich raten, du wolltest in den Keller gehen, um die Wäsche aufzusetzen und hast den Schlüssel auf die Wäsche im Wäschekorb gelegt. Kann und dann nicht hingeguckt und einfach einsortiert.
Ja? Genau. So habe ich mal mein ganzes Portemonnaie mitgewaschen. Das steckt aber hinten in der Hosentasche. Oh, und deine armen Karten, die tun mir langsam leid. Die haben es überlebt. Die Geldscheine mitgewaschen. Ja, aber die haben es echt überlebt. Und das Kleine war egal. Ja, aber die Geldscheine habe ich Geld gewaschen. Die Scheine. Ich habe Geld gewaschen. Die Geldscheine habe ich auf die Heizung gelegt und haben die wieder getrocknet. Seitdem ist mein Portemonnaie so hellbraun. Das war normalerweise dunkel. Jetzt ist hell. Alles, was Sie verlegen. Sie haben bestimmt auch Sachen, die Sie immer verlegen. Bei mir ist es tatsächlich die Fernbedienung. Das ist so lästig. Ne? Du machst dir da... Du kommst abends von der Arbeit nach Hause, machst dir ein Brot, willst mal Nachrichten gucken, machst es dir gemütlich und dann... Wo ist jetzt die Fernbedienung? Das muss ich nochmal aufstehen. Ist der erste Gedanke? Wie kriegt man das an die Fernbedienung? Dran kleben einfach, oder? Zum Beispiel? Ja. Kannst du einfach mit einem Klebeband dran machen oder festkleben. Verstehe. Ich meine, vier dieser Empfänger hier für 10 Euro ist der Wahnsinn. Und hier, unser Preisalarm kostet normalerweise 22 Euro. Heute bei uns natürlich, weil wir in der 10-Euro-Megashow sind, nur 10 Euro, bitte nur einmal pro Besteller bestellen. So, da piepst es insgesamt 7 Sekunden lang und zwar richtig laut, dass man ganz einfach mal hört und weiß, wo ist denn eigentlich der gesuchte Gegenstand. Sehr praktischer Schlüssel- und Handyfinder, kann man getrost jedem empfehlen, der öfter seine Sachen verlegt. Weiß auch der Felix aus Neustadel an der Donau zu berichten. Und auch für Brillen super, schreibt uns der Adrian aus Köln. Das vierteilige Set, also drei entsprechende Signalgeber und eine Fernbedienung hat die Bestellnummer NC3467 und die 569, das ist eben auch noch farblich sortiert, dass Sie genau wissen, welcher Artikel hat denn eigentlich welche Farbe und was suche ich hier eigentlich. So. Das ist aber klein. Jetzt geht es an dich. Das Ding ist der Hammer. Das haben wir im Sommer das erste Mal vorgestellt. Das ist wirklich eine Arbeitsleuchte, aber die ist so klein. Man traut ihr nicht zu, was die alles kann. Die ist so unglaublich hell hier. 500 Lumen, damit kann man wirklich einen ganzen Raum ausleuchten. 500 Lumen? Ja. So klein und trotzdem so leistungsstark? Es ist unglaublich. Wenn ihr die gleich mal anmacht, guckt bitte nicht rein. Ja. Es ist wirklich fantastisch. Ein Flaschenöffner ist auch noch dran. Klar, kann man immer brauchen auf der Baustelle. Aber diese Leuchtkraft ist einfach unglaublich. Das kann man, im Fernsehen kommt das gar nicht so rüber, aber es ist wirklich unglaublich, oder? Ja, das finde ich klasse. So, mit einem Karabinerhaken dran, also mal für einen Schlüsselbund magnetisch beispielsweise. Ist magnetisch auch noch. An jeder metallischen Oberfläche, aufstellbar. Und ganz einfach mal für die Hosentasche, ja? Mal für eine Werkzeugkiste sowieso. Das ist ein unglaublich cooler Artikel. Der ist akkubetrieben oder mit Richtig. Batterie? Der ist akkubetrieben. Der ist auch noch akkubetrieben. Super. Das heißt, Sie brauchen sich gar nicht um Batterien zu kümmern. Kabel ist auch nicht dran. Das Kabel kommt natürlich mit dazu hier im Lieferumfang. Also richtig, richtig klasse. Die ist so hell, diese Lampe. Sie werden absolut begeistert sein. Bestellen Sie die einfach mal mit. 10 Euro, da kann man wirklich nichts falsch machen mit hier. Mit dieser tollen Multifunktionsarbeitsleuchte. 500 Lumen, das ist richtig, richtig große Strahlkraft, die wir hier haben. Carsten, was ist da unter deinem Blick? Ich mache den Gag doch jedes Mal. Moment, mal gucken, dass es hält, dass es nicht runterrutscht. Wer bin ich? Iron Man. Iron Man. Ja, ich wusste es. Du weißt gar nicht, wovon ich rede. Nein, ich kann es nicht. Das ist so ein Männerding. Ja. So, Achtung, Moment, ich hole die mal wieder raus. Die Dolores aus Rostock schreibt, die Lampe wurde im Werkzeugkoffer deponiert. Ideal, um kleine dunklen Ecken auszuleuchten. Und der Niklas aus Kirschweiler schreibt, gerade zur Verwendung im Auto, viele magnetische Stellen, ist die Verwendung optimal, da man die Lampe überall befestigen kann. So kann man eben auch an den engsten Stellen, zum Beispiel in der Motorhaube, die Lampe befestigen und eben richtig gut arbeiten. Die Bestellnummer ist die ZX8306. Und die 569 für diese fantastische Lampe, die Sie jetzt mal ganz einfach hier für 10 Euro mitbestellen können. Denken Sie dran, auch die hilft Ihnen wieder hier schnell an die 50 Euro Mindestbestellwert kommen, um diese tollen Geschenkeboxen umsonst für 0 Cent mitzubestellen. Die ist auch noch dimmbar mit hier, Flackerlicht und so weiter. Ich bin absolut begeistert von der Lampe. Also, unfassbar, oder? In so einem kleiner als Streichholzschachtel. Und so leistungsstark, dann noch Akku betrieben. Ja. Das ist richtig klasse. Ich darf auspacken, ja. Wie schön. Spielzeug, Carsten. Spielzeug? Nein, kein Spielzeug. Oh. Teelichter. Ich wollte nur deine Reaktion sehen. Ratet mal, wie viele. XXL Teelichter. Zwei? Drei? Mehr. Vier? Noch mehr. Mehr als vier? Ja.
verdoppelt echt? Die 4 und macht 8 drauf. Boah. 8? Wir acht haben nämlich ein 8er-Set Solar-LED-Teelichter mit Dämmerungssensor. Solar auch noch. Und die sind sogar auch Spritzwasser geschützt. Also die kann man auch mal im Geschützten draußen platzieren und in der Farbe weiß. Und Jana hat vollkommen recht, die sind richtig groß. Das ist ja wirklich armer hier. Guck mal hier. Ja, vor allen Dingen völlig unkompliziert. Einfach nur irgendwo hinstellen, stehen lassen. Einschalten, die gehen automatisch an mit dem Dämmerungssensor und laden sie auch noch automatisch wieder auf. Jo. Das ist doch mal cool. So gerade jetzt cool. Im Winter, oder wo es so dunkel ist draußen, da möchtest du einfach mal so hier und da mal ein bisschen Beleuchtung haben. In dem Windlicht oder auch nur mal einfach so. Und die sind einfach nur klasse hier. Und der Fensterbank auch sehr, sehr schön. Ja. Und ich muss sagen, normale Teelichter kaufst du, ich glaube, für 8 Stück würdest du schon mindestens 15 Euro zahlen. Hier, wir haben die brennen nie runter. Ich glaube, das ist wirklich genial. Und gucken Sie, wie sieht das alles aus. Das sieht wirklich sehr, sehr echt aus. Die flackern wirklich. Guck mal. Wow. Wie echte Kerzen, ne? Ja, vor allem auch für den Outdoor-Bereich. Das ist bei diesen LED-Kerzen natürlich immer so eine Sache. Uns ist jetzt letzte Woche tatsächlich eine kaputt gegangen, die wir draußen stehen hatten, so eine LED-Kerze. Die hier können das ab und schalten sich auch noch automatisch ein, sobald es dunkel wird. Mhm. Sehr, sehr angenehmes Licht natürlich hier, gerade durch dieses Flackern. Und wenn Sie das hier, wie wir das hier schön gemacht haben, in so eine Kiste reinstellen oder in ein Windlicht, sieht das richtig toll aus. Aber wisst ihr, wie das die Susanne gemacht hat? Die hat das noch viel cleverer gemacht. Habe die Lichter um den Teich gestellt, geben ein tolles Licht und gehen jeden Abend an. Schön. Ich glaube, das sieht richtig romantisch aus. Das glaube ich auch, ja. Gibt so ein bisschen Tiefe. Und ich finde im Moment, wenn du so, du hast das Licht irgendwie im Wohnzimmer an, wenn du so durch die Wohnzimmerscheibe rausschaust, das ist alles stockfinster. Richtig. Ja, so. Und das ist doch einfach schön, wenn man da mal ein paar Lichtakzente setzen kann. Ist aber nur, weil die jetzt auch für außen geeignet sind. Heißt es ja nicht, dass Sie die nicht auch mal drinnen hinstellen können. Da kommt ja genauso Tageslicht hin. Also laden Sie automatisch wieder auf, gehen automatisch an und sind einfach nur klasse. Und davon 8 Stück für gerade mal 10 Euro. Mhm. Das ist wirklich ein Knaller. Das ist ein Riesenpaket. Der ist wirklich praktisch. Also am besten direkt hier zugreifen. Die Bestellnummer ist die NX 83, 58 und die 569. Ein 8er-Set für nur 10 Euro ist wirklich mal fantastisch. Aber wir machen auch schon direkt weiter. Ich warte ja noch auf Spielzeug. Ja, ja. Wir können noch mehr Küchensachen haben. Wir hatten noch nicht genug Küchensachen. Werkzeug hatten wir auch noch nicht. Werkzeug hatten wir noch. Oder die Lampe vielleicht. Ja, die Lampe so im weitesten Sinne als Werkzeug. Ja. Küche. Ja. Küche. Wuhu. Ja. Oh ja. Jetzt wird geschnippelt. Ja. Und in jeder Küche wird geschnippelt. Behaupte ich mal. Oh. Ja, das stimmt. Ja, so. Nur, wenn man schnippelt, dann sollte man die vernünftigen Brettchen dafür haben. Mhm. Eigentlich sind es, ich würde mal sagen, Frühstücksbretter. Ja, kann man auch, aber auch Schneidbrettchen. Weil ich glaube, jeder, der schon mal ein klassisches Holzbrettchen benutzt hat, weiß, einmal eingeschnitten ist die Salmonellengefahr da, gerade so bei rohem Fleisch und so weiter. Wenn Sie natürlich erst, ich sag mal, Zwiebeln schneiden und dann irgendwas anderes draufschneiden, dann schmeckt das, was Sie nach den Zwiebeln darauf geschnitten haben, auf einmal nach Zwiebeln. Das sollte natürlich auch nicht unbedingt sein. Oder nach Thunfisch. Ja, zum Beispiel. Ist auch so ein Ding. Ja, ja. Ja, ich meine, du musst ja für jeden Untergrund, kannst du ja für jedes, was du schneiden willst, kannst du hier ein unterschiedliches Brettchen nehmen. Aber ich mag es viel lieber, dass diese Frühstücksbrettchen-Idee. Ich habe früher es geliebt, auf diesen Frühstücksbrettchen zu frühstücken. Weil man das, jeder hatte so sein eigenes irgendwie, ne? Und die sehen richtig klasse aus in den 6 verschiedenen Farben. Welches ist denn deine Lieblingsfarbe, Ingo? Grün. Dann kriegst du das Grüne. Oh. Dann kriegst du Gelb. Und was kriegst du? Was du mir gibst. Du keine Pink, ich verstehe. Die Sonne. Die Sonne. Oh. Die Sonne können wir alle brauchen. Du strahlst so schön. Ja. Oder wie ein Engelchen. Und du? Und dann nehme ich das Rote. Gelb und Engel. Rot ist cool. Rot. Nicht schlecht. So, jetzt hält jeder sein Brettchen und es bleiben immer noch 2 übrig. Und ich habe 3. Ja, insgesamt reden wir nämlich von 6 Stück. Wir reden von 6 Schneidebrettern in 6 verschiedenen Farben. Antibakteriell, und das finde ich gerade in der Küche, wenn es um Lebensmittel geht, gerade auch um rohes Fleisch. Und da wird sicherlich mal das ein oder andere, gerade jetzt über die Feiertage, zu schnippeln sein. Einfach großartig. Mit Saftrille übrigens zum sauberen Arbeiten. Aber eben natürlich auch rutschfest übrigens auch noch. Also diese Silikonfläche hier, die sorgt dafür, dass das auf so einer glatten Fläche, auf so einer Küchenplatte oder auf einem Tisch. Genau, dass sie so ein bisschen, das ist ja cool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist schon klasse jetzt hier. Und man kann die noch hinhängen, die haben ja auch so ein Loch drin. Ja. Übrigens auch Spülmaschinen geeignet, BPA-frei, also keine Weichmacher und nichts. Genau so möchte man das bitte haben. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. 6 Stück davon, 6 unterschiedliche Farben.
20 auf 15 cm die Größe, klassische Frühstücksbrettchengröße und natürlich eben auch als Frühstücksbrettchen, natürlich, klar. Ja, hat jeder sein Brettchen, jeder hat seine Farbe, weiß jeder, woran er ist. Zack. Und dann gibt es das Ganze hier für gerade mal 10 Euro. Wenn ich überlege, was für ein normales Schneidbrett mit drin ist. Also ich denke, so ein Brett, wenn du es alleine kaufst, mindestens 5, 6 Euro. Hier haben wir 6 Stück für 10 Euro und Sie können sogar mehrfach zugreifen. Das ist richtig klasse, dieses Angebot wieder, wie alles, was wir bis jetzt hatten, finde ich. NX3305 und die 569. NX3305 und die 569 für unser sechsteiliges Schneidbrettchen-Set. Irre, ne? Bitteschön. Dankeschön. Aha, Dianas Lieblingsprodukt. Ah, jetzt pass auf. Moment, eingeschaltet. Wir haben eine Funktürklingel mit 2 Empfängern. Die geben Licht- und Tonsignal. Also, statt einer traditionellen Haustürklingel, die verdrahtet werden muss und Strom braucht und alles Mögliche, können Sie die ganz einfach bei sich draußen hinhängen. Und wenn man dann hier drauf drückt, kommt diese Melodie raus. Es kommt aber nicht nur diese Melodie raus, sondern, ich muss mal gucken hier, 36 verschiedene. Die kann man. Und das zwitschert so lange, bis Sie endlich die Tür aufmachen. Nein, das geht natürlich nach einer gewissen Zeit aus, klar. So. Ja, vor allem haben wir auch noch ein Lichtsignal dabei. Das finde ich so cool. Ja. Das heißt also, man kann die Klinge natürlich auch ausschalten. Ja, man das kann die auch ausschalten. Das ist auch wirklich praktisch. Ja. Ne? Gerade wenn die Kinder mal schlafen oder ganz so. Ganz genau, ja. Oder du bist jetzt, oder hast von mir aus mal den Kopfhörer drauf, weil du jetzt hier mal etwas lauter Musik hören möchtest oder Fernsehen hören möchtest. Staubsaugen, oder bist am Zocken. Ja, ja, hast den Kopfhörer drauf und hörst nichts. Ja, oder bist im Keller. Die Waschmaschine läuft, der Trockner läuft, all diese ganzen Geschichten. Dann würdest du eine normale Türklingel ja gar nicht mehr hören, unterm Strich davon, dass wenn ich meine Türklingel oben in der 2. Etage höre ich nicht, wenn ich gerade im Keller an der Waschmaschine stehe. Ja. Dann nehme ich mir jetzt diesen Empfänger, diesen Funkempfänger ganz einfach mit. Du kriegst und sogar 2 von den Empfängern. 2 Stück davon. Ja. Einer für oben und einer für unterwegs. Oder einer für den Garten im Sommer. Einen für Garten, einen für die Wohnung. Egal, man kann den ja einfach mitnehmen. Das ist ja das Coole. Ne? Du bist nicht mehr bei uns, wenn du im 2. Stock bist, hört man die Klingel ganz oben nicht mehr. Und kennt ihr das, wenn manche Pakete geliefert werden von 8 bis 17 Uhr? Ja. Dann musst du den ganzen Tag zu Hause sitzen, damit man es nicht verpasst. So kann man auch mal raus in den Garten gehen und man kann trotzdem eben den Empfänger mitnehmen. Also ich finde das super, da verpasst man keine Päckchen, keinen Besuch. Super. Ja, so, das Ganze hier ist 100 Meter Reichweite. Das wow. Ist das Batterie oder ist das kinetische Energie? Ich glaube Batterie. Das ist, nee, ist eine kleine Batterie drin. Mhm. Ist eine kleine Knopfzelle drin. Mhm. Mit 100 Meter Reichweite, 100 Meter hast du gesagt? 100 Meter Reichweite. Das ist beeindruckend. Also hier der Taster, also die Klingel an sich. Natürlich super, übrigens auch ein kleines Fach dran zum Beschriften, dass man den Namen drauf schreiben kann. Viele nutzen so etwas auch ganz gerne mal als eine Art Rufknopf. Das kennt man mitunter aus dem Krankenhaus. Ja, wenn du da diesen Rufknopf hier für die Schwester, für die Bereitschaft und so weiter hast. Wenn du jetzt beispielsweise einen bettlägerigen Patienten, einen Familienangehörigen zu Hause pflegst und der kann sich eben jetzt so nicht bemerkbar machen, dann kannst du diesen Empfänger ganz einfach mitnehmen und die betreffende Person, die eben nicht mal eben sagen kann, jetzt brauche ich mal Hilfe oder ich bräuchte mal dies oder das, bekommt ganz einfach den Klingelknopf und ist dann in der Lage, auf sich aufmerksam zu machen. Und das eben entweder mit Ton, also mit dem Klingelton, und es sind Dutzende verschiedene mit dabei, oder eben gerne also auch mal mit dem optischen Signal, natürlich auch beides zusammen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jetzt quasi das Signal von der Klingel überhören oder übersehen, ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Auch für Kinder, ne? Wenn die oben im Kinderzimmer sind, mal unten hat das Essen fertig, dann will man nicht, kommt endlich runter zum Essen. Ja, Essen! Hier kann man ganz einfach kein Hunger. Hier damit die Kinder rufen. NX6475 und die 569. Bis zu 5-mal dürfen sie bestellen. Sie kriegen 2 Empfänger hier und die Klingel, die tatsächlich bis zu 100 Meter weit geht. Das Ganze ist natürlich wetterfest und weiß. Sieht auch sehr, sehr elegant und schick aus. Ja. Wenn man sich mal überlegt, was das für eine Arbeit ist, eine Klingelanlage zu installieren. Oh, ja. Gerade bei alten Häusern, da sind die Drähte dann vielleicht auch unter Putz nicht mehr so ganz gut. Ja. Sehr, sehr praktisch. Also auch zum Nachrüsten großartig. Ja. Ja. Oder du bist in der Garage beispielsweise, da haben ja auch viele. Ja, stimmt. Ja, du sitzt da rum. Oder in der Kellerbau und hörst gar nichts. In der Kellerbau. Weil die Musik so laut ist. Oha. Danke. Ja, wir haben ja ein optisches Signal auch noch. Aha. Ja. Aktuell. So. Aktuell. Den wolltest du dir doch letztens bestellen, wegen Schnee.
wegen Schnee. Ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Schauen Sie mal, wie klein der ist. Das ist ein Klappspaten, der ganz einfach hier in dieser Tasche ist. Das passt wirklich in jedes Auto rein. Und dann, wenn man das aufmacht, oh, das ist sogar unser Camping-Klappspaten mit so vielen Funktionen. Ah. 3-in-1-Kombi-Klappspaten. Falls Sie mal auch eine Säge brauchen oder auch mal eine Spitzhacke, dann können Sie die hier auch ganz einfach befestigen so, und dann können Sie die auch benutzen. Diana zeigt uns das mal gerade. An der einen Seite haben wir hier die Säge. Und wenn wir das einmal umklappen, haben wir auch die Spitzhacke oder eben den Spaten. Manchmal muss man ja Dinge auch einfach mal verbuddeln. Es lag ja schon sehr viel Schnee und wir sind erst am Anfang der kalten Jahreszeit. Hiermit kann man dann mal ganz schnell sein Auto freischaufeln. Man kann es, wenn man sich irgendwo festgefahren hat, das selber befreien. Im Campingbereich natürlich haben wir dann eine Säge auch noch dran, dass man mal für eine Feuerstelle sorgen kann. Und tatsächlich auch noch eine Spitzhacke, wenn mal irgendwo Eis wäre oder so. Ich finde die richtig klasse. Gerade jetzt hier aus diesem unglaublichen... Wirklich, habe ich früher gemacht bei meiner Oma. Das ist sehr effektiv. Ja. Gartenarbeit, übrigens auch so ein Thema. Ja, wenn Sie mal so ein Beet auflockern wollen zum Beispiel, geht das damit auch ganz hervorragend, weil Sie eben nicht nur einen Spaten haben, sondern auch eine kleine Hacke. Kartoffeln? Guck mal, und dann... So machst du. Ja. Und dann machst du was Gutes für Erde. Ich weiß nicht, wie das alles Düngen heißt auf Deutsch. Wie? Düngen oder Samen einpflanzen. Wahrscheinlich, ja. Für deine Samen, Kartoffeln. Ja. Richtig, für gute Kartoffeln. Super. Also universell einsetzbar. Gehört in jedes Auto meiner Meinung nach, damit Sie sich selber helfen können, wenn Sie sich mal irgendwo festgefahren haben, wenn Ihr Auto zugeschneit ist und das Ganze hier in dieser tollen kleinen Tasche auch noch. Ja, also ein unglaublich cooler Artikel, ein Top-Material übrigens auch. Und ich glaube, dass einige Herrschaften, speziell im Süddeutschen, gerade so in den letzten Tagen so gerne mal so einen Spaten dabei gehabt hätten, um hier die Autos mal freizuschaufeln. Wenn da ein Meter Schnee ums Auto liegt oder wenn der Schneeflug noch gekommen ist und hat dir da mal hier in so einer Parklücke den Schnee mal so richtig vor die Tür geballert. Ja, stimmt. Da kommst du, was willst du da machen mit bloßen Händen? Da kommst du gar nicht in dein Auto rein. Ja. Ja, da bist du froh, wenn du mal so eine Schaufel dabei hast. Bist mit dem Hund unterwegs, ist von der Schneeschauer überrascht worden. Da kannst du dir auch mal behelfen. Also das macht durchaus Sinn, sowas mal im Auto zu haben. Die Bestellnummer, die ZX8057 und die 569. Und wir machen auch schon direkt weiter. Ja. Ein Weihnachtsbaum, ein Weihnachtsbaum. Das ist schon... Uiuiuiui. Vorsicht, Loch. Schon was Neues, guck mal. So. Oha, der sieht aber schön aus. Aber ich glaube, es geht weniger um den Baum, richtig? Ja. Als vielmehr um diese, das ist eine Lichterkette. Richtig. Sieht gar nicht aus, die sieht man ja eigentlich kaum, oder? Mit Solar. Eine Solarlichterkette aus Kupferdraht mit 300 warmweißen LEDs. Wow. Jetzt kommt der Knaller, 32 Meter lang. Wie viel? 32 Meter lang. Wow. 300 warmweiße LEDs. Und jetzt gucke ich mal gerade, also auch für den spritzwassergeschützten Außenbereich, also durchaus also auch mal für die Bepflanzung auf Balkon oder Terrasse bestens geeignet. Oder zu Weihnachten jetzt. Und natürlich gerade jetzt zu Weihnachten. Gerade zu Weihnachten. Alles draußen ist geschmückt und glitzert. Da hat man ja, man hat ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn man sowas ranmacht, aufgrund der Stromkosten. Ja. Hier, die versorgt sich selber mit Strom über das Solarpanel und geht automatisch an, sobald es dunkel wird. Und Moni probiert mal die ganzen verschiedenen Modi hier aus. Verschiedene Modi habe ich auch noch gesehen. Verschiedene Modi? 8 Leuchtmodi wählbar, de facto ja. Aha. Also durchgehend sowie pulsierend, aufleuchtend und blinkend in verschiedenen Geschwindigkeiten. Also so, wie du es gerade haben möchtest. Moment. Ich hatte die ganze Zeit den An- und Ausschalter. Einer ist für An-Aus, genau. Lass diesen, das ist mein Liebling. Danke. Das finde ich, find ich auch gut. Ja, so wechselnde Beleuchtung. Oh, das ist so finde ich schön. Das ist so ein Faden, ja. Oh, das ist mir so aufregend. Schön. Das am Balkongeländer. Ja. Oh ja. Schön. Wie lang ist die, Carsten? 32 Meter. Boah. 32 Meter. Das Schöne ist, durch diesen Kupferdraht siehst du eigentlich quasi die eigentliche Lichterkette gar nicht. Ja. Also der Kupferdraht, den nimmst du gar nicht mehr wirklich wahr. Aber natürlich haben wir hier mal richtig starke Beleuchtungselemente. Und die kannst du genau jetzt natürlich in der Vorweihnachtszeit, aber ich behaupte mal grundsätzlich,
auch mal jetzt in den Wintermonaten hervorragend gebrauchen. Viele nutzen sowas, um mal so eine Hecke ein Stück weit zu beleuchten, um einen Baum zu beleuchten, einen Strauch zu beleuchten. Das sieht einfach nur klasse aus. Und du musst dich um nichts kümmern. Du stellst das Ganze hin, da ist ein Dämmerungssensor drin, schaltest das ein in einem Modus deiner Wahl. Und sobald am Abend oder am Nachmittag die Sonne untergeht, wenn das Tageslicht weg ist, geht das Ganze automatisch an und fängt an zu leuchten. Übrigens reicht hier die Leuchtdauer mit einem aufgeladenen Akku für bis zu 16 Stunden. Ja, also auch für die langen Nächte, die wir im Moment gerade haben. Ne? Ist ja fantastisch. Super, oder? Ich liebe es jetzt gerade so in dieser Jahreszeit so mal durch die Nachbarschaft zu gehen und zu gucken, wie die Nachbarn ihre Balkone, ihre Vorgärten beleuchtet und weihnachtlich dekoriert haben. Ist ja jetzt, also jetzt hat ja jeder schon dekoriert hier. Damit kann man das wirklich super einfach machen, finde ich. Ja. Auch gerne mal über ein Balkongeländer oder mal als unter dem Dach eines Balkondaches oder sowas sieht das einfach klasse. Aber mit 32 Meter hast du natürlich reichlich Spiel, um deine Fantasien hier zu verwirklichen. Ob du die jetzt einzeln machst oder vielleicht auch doppelt geschlagen oder was. Aber wie gesagt, du hast hier 8 verschiedene Modi. Übrigens 30 Meter Leucht. Oh, guck mal, hier Weite, so ein Baumstamm. Also hier für die Lichterkette, die Länge der Lichterkette und 2 Meter Zuleitung. So ist es richtig. Also insgesamt 32 Meter. Wahnsinn. Kannst du sogar Sachen, die im Schatten stehen, Solar beleuchten, weil das Solarpanel reicht ja, wenn das in der Sonne ist hier. Locker, ganz locker. 2 Meter Zuleitung, wunderbar. Sieht übrigens auch gerade 16 Stunden. Ja, 16 Stunden. Boah. Sieht auch in solchen Windlichtern beispielsweise mal als Dekoobjekt richtig klasse aus und muss sich eben nicht drum kümmern. ZX1122 und die 569. ZX1122 und die 569. Natürlich auch hier wieder gerne bis zu 5-mal pro Besteller zu ordern hier in der 10-Euro-Überraschungsshow. Großartig. Ja. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Produkt. Juhu! Das kostet nur halbe 10 Euro, nämlich 5 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall nochmal extrem. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier drin haben. Ist das schwer? Das fühlt sich auch noch mehr das als ist ja der Hammer. Hammer. Zwei Stück, Gerli. Ich möchte doch spielen. Oh ja. Nee, das ist unsere Spielzeug. Schwanenhalslampe. Die funktioniert tatsächlich mit Akku. Doch, wird ganz einfach über USB geladen. Wenn du mir die verkaufst, dann ist das auch Spielzeug. Und schauen Sie mal, wie schick die ist. Und unglaublich hell. Und durch den Schwanenhals können Sie die genau dahin richten, wo Sie das Licht brauchen. Und die kostet heute als letzter Artikel in unserer 10-Euro-Megashow nur 10 Euro. So, guck mal hier. Ist meine aus? Nee. So, jetzt. 1, 2, oh, die kann man auch dimmen. So. Dimmen kann man sie auch. Hast du gesagt, sie kostet 5 Euro. 5 Euro. Ja. Habe ich 10 gesagt? Ja. Wenn sie die letzte wird. Artikel, der kostet natürlich nur 5 Euro hier. So. Super gemacht, vor allen Dingen akkubetrieben. Das heißt, diese Lampe können Sie wirklich mal überall da hinstellen, wo Sie ein Licht brauchen, aber vielleicht nicht unbedingt zuverlässig an eine Steckdose drankommen oder vielleicht auch ganz einfach keine da ist in 3 verschiedenen Leuchtmodi. Und Sie sehen das hier, wir haben es gerade mal so ein bisschen spielerisch dargestellt. Natürlich können Sie hier durch den Schwanenhals jederzeit ganz einfach die Lampe dorthin platzieren, wo Sie sie haben möchten. Sieht einfach nur klasse aus. Ja. Tageslicht weiß natürlich ideal zum Arbeiten, um sich mal die Nägel zu machen, um mal irgendwo, wo man kein Licht hat, vernünftig Licht zu haben. Sehr, sehr hell natürlich. Und durch diesen biegsamen Schwanenhals können Sie die wirklich überall dahin bringen, wo Sie das Licht brauchen. Mit Akku, das finde ich eben auch toll, dass man keine Batterien braucht und vor allem nicht kabelgebunden ist. Wenn die vollgeladen ist, leuchtet die bis zu 5 Stunden. Das ist doch klasse, oder? Wow. Ja. Wow. Hat man ja schon mal, wenn du jetzt abends im Bett noch mal was lesen möchtest oder auf dem Sofa oder ja. Dann hast du vielleicht nicht unbedingt eine zuverlässige Lichtquelle. Die Stehlampe ist da vorne und Oberlicht ist vielleicht dann auch nicht unbedingt genug Licht. Dann nimmst du jetzt hier diese Lampe ganz einfach, schaltest sie ein auf die höchste Stufe, 2, 3, zack, und stellst sie ganz einfach neben dich. So, und dann kannst du die so ausrichten, wie du sie haben möchtest. Jetzt kannst du das super lesen. Zack. Zeig doch mal die Schlangenbewegung. Die Schlangenbewegung? Also hier. Musst du so... Das finde ich... Also das Flöten ist das Schlangenbeschwören. Das Spielzeug. Sie sehen, wir haben viel Spaß hier mit unseren Produkten, aber es ist ein richtig klasse Produkt, was nur 5 Euro kostet und Sie dürfen bis zu 5-mal bestellen. So Schlange. Was? Schlange, das ist keine Schlangesprache. Wie macht die denn Schlange? Wie machen die denn? Ja, wie von Harry Potter.
Nee, das ist Parsi. Die können Sie bestellen mit der NC5829 und der 569. Okay. Ihre letzte Gelegenheit, jetzt dieses tolle Geschenkbox-Set noch für 0 Euro mit dazu bestellen. Die Nummer ist sehr lang. Schauen Sie bei pearl.tv nach. Da sind alle Produkte der letzten 2 Stunden noch mal gelistet, inklusive unseren Umsonstartikel, möchte ich ihn mal nennen hier. Ihre Gelegenheit, wenn Sie bis zu 50 Euro, über 50 Euro bestellt haben. Also, ganz viel Spaß damit und schnell ans Telefon.